Freitagabend, 21.30 Uhr. Seid mir recht herzlich willkommen zu einer neuen Wanderung. Ich befinde mich im Westfalenpark im wunderschönen Dortmund. Und zwar hier am Kaiserhainteich. Und an der gleichnamigen Straße am Kaiserhain habe ich geparkt. Was haben wir heute vor? Wir werden nach Dortmund laufen, zur Innenstadt, gucken uns die Innenstadt mal an. Und dann geht es noch ein bisschen durch Dortmund durch. Und das Ganze wird so knapp 20 Kilometer lang sein. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Ja, toll, ne? Schon das erste Hindernis. Hier ist zu. Jetzt muss ich mal gucken. Komme ich hier überhaupt noch mal in den Park rein? Ich weiß es gar nicht. Jetzt gehe ich mal hier wieder zurück auf die Straße und zum Parkplatz. Und dann muss ich mir mal einen Weg suchen, wie ich hier in den Park reinkomme. Komisch. Normalerweise sagt Google oder Komoot sagt hier auch, Park mit zeitlich beschränkter Zutritt. Ja. So, erste Barriere überwunden. Ja, hier musst du einen Eintritt bezahlen. 2 Euro. Ich kann mich erinnern, ich war mit dem Pelle vor 2 Jahren hier gewesen. Jetzt muss ich mich erstmal so orientieren. Ja, da war der Eintritt frei. Jedenfalls haben wir hier keinen Eintritt bezahlt. Bin ich mir ziemlich sicher. Weiter geht's. So, hier fährt wohl irgendwie eine Seilbahn. Ne, ich weiß nicht, wie lang die fährt oder bis wann die fährt. Ne, die Dame an der Kasse sagte mir, der Park, der hätte bis 23 Uhr geöffnet. Ah, jetzt so eine Station. Guck mir das mal an. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. So, jetzt befinde ich mich genau da, wo ich vorher nicht reingekommen bin, da vorne. Jetzt wissen wir auch warum. So, jetzt gucken wir uns mal hier die komischen Gondeln an. Ah ne, können wir gar nicht. Ich hoffe, das geht klar mit dem Licht. Es ist nämlich ziemlich dunkel hier. Was haben wir hier? Hin- und Rückfahrt, 5 Piepen. Ach, guck mal. Mittwoch bis Sonntag, 13 bis 17.30 Ja, ich hoffe, man kann die Seilbahn hier sehen. Ne, hier vorne ist abgesperrt. Hier ist auch eine Kette davor. Und ich möchte ja nicht irgendwie Ärger kriegen, wenn ich hier so durch die Gegend filme, ne, und so waghalsige Kletterpartien mache. Hier. Und ich habe aber gerade hier schon so einen schönen Rosengarten gesehen. Den gucken wir uns jetzt mal an. Weiter geht's. Das sieht ja richtig klasse aus hier. Ich hoffe, das Restlicht, das reicht. Ja, ich finde auch noch so eine kleine Bahn. Fährt hier wohl auch noch. Richtig schön gemacht. Auch alles beschrieben. Warte mal. Ich kann das hier mal drehen. Überall haben sie diese kleinen Schilder gemacht hier. Richtig nett. Ja, richtig klasse, ne? Hier da Rosenbogen, da ein Rosenbogen, da Rosenbögen. Ja.
muss aufpassen, dass ich hier auf dem richtigen Weg bleibe. Hier ist so ein kleiner Teich, ganz nett angerichtet hier, guck mal. Ne, kannst du dich ausruhen. Ach ja, ne, lauwarm. Ja, wir haben 25 Grad haben wir heute, guck mal. Geht hier immer noch weiter mit den Blumen, mit den Rosen. Guckt euch das mal an hier vorne. Ja, und hier vorne ist auch noch wieder so ein kleiner Teich mit so einem Springbrunnen. Den gucken wir uns jetzt auch noch an. Ich bin mal wieder total begeistert. Ja, jetzt wird es so langsam dunkel und ich ärgere mich, dass ich nicht schon eine halbe Stunde früher hier hingekommen bin. Übrigens, hier hinter mir, den Turm, den wir schon ein paar Mal gesehen haben, der nennt sich Florian-Turm. Ne, und jetzt gucken wir nochmal uns hier so ein bisschen den Park weiter an. Ich hoffe, das Licht reicht. Ne, hier ist mal ein bisschen Schatten von den Bäumen. Guck mal, hier ist wieder so eine kleine Bahnstation. Turmterrasse. Ein paar schöne Palmen hier. Ach so. Richtig nett gemacht. Ja, übrigens, dieser Florian-Turm, ne, der ist 1958 erbaut und 208 Meter hoch. So, und jetzt kommen wir gleich zu einem Skulpturenpark. Na, guck mal auch hier. Hier sind die Rosen schon alle verblüht. Warum auch immer. Aber hier noch nicht. Ach Leute, richtig klasse. Ja, das ist hier richtig klasse mediterran angelegt hier. Das ist jetzt schon der dritte von diesem Becken, ne, wo wir dran vorbeikommen. Hier ist noch ein viertes und da unten ist noch ein fünftes und noch ein sechstes da hinten. Nämlich so Teichrosen dran.
Können wir mal gucken. Hier ist ja alles schön beschrieben. Wie heißen die Dinger? Winterharte Seerose, Nymphaea phoebeli. Genau. Botaniker weiß, was ich meine. Richtig klasse hier. Was ist denn hier für einer? Puderquastenstrauch. Na, guck mal hier. Na, das ist wie so eine Pusteblume. Klasse. Ich höre Vögel. Guck mal hier. Na, hier ist noch ein Becken. Da unten ist noch ein Becken. Dahinter ist auch noch ein Becken. Wunderbar. Fische nicht füttern. Sind hier Fische drin? Nö, ich kann keine erkennen. Ist wahrscheinlich schon zu dunkel. Weiter geht's. So, ja. War ganz witzig mit den Vögeln. Ich wollte jetzt auch nicht mit der Taschenlampe reinleuchten. Es ist jetzt schon recht dunkel hier. Aber guck mal, immer hier so schön mit den Blümchen hier und immer so schöne Sitzgelegenheiten hier. Und das hier vorne, das nennt sich Römerlandschaft. Hier hinten. Natürlich sind wieder die Mücken da, ne, die dürfen auch nicht fehlen. Hat ja gestern Abend mal ausnahmsweise ein bisschen geregnet. So, jetzt müssen wir hier rechts rum. Vorne fährt die Bahn entlang. Na, und wie gesagt, hier die freie Fläche nennt sich, habe ich gesagt, Römerfeld. Weiter geht's. So, ich muss mich berichtigen. Ist natürlich die Römerlandschaft, nicht das Römerfeld. Ne, und da hinten, wo ich zuletzt gefilmt habe, mit den Bänken, das war der Deutsche Landschaftsgarten. Jetzt muss ich hier lang. Hüpfen. Was muss ich hier machen? Hüpfen. Hüpfe auf der Stelle und zähle, wie oft du es geschafft hast. Mit einem Bein, mit zwei Beinen. Bewegungsparcours. Ja gut, mache ich jetzt nicht, ne, weil mir sowieso schon zu warm ist. Ne, ich beeile mich hier so ein bisschen, dass ich noch möglichst viel Tageslicht habe zum Filmen. So, jetzt muss ich hier gerade ausgehen. Was haben wir hier? Galerie Torfhaus im Westfalenpark. Ach so, das ist hier so eine Kunstausstellung, ne? Klaus Maul. Der ist Klaus Maul. Stell dir vor, kriegst einen Anruf und meldest dich. Maul. Oder hast gerade schlechte Laune. Maul. So, guck mal. Und schon wieder ein Teich. Junge, 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 hört ja gar nicht mehr auf. Wunderbar. Ja, wunderbar, auch hier überall Rosen, wo du hinblickst. Und hier sind ein paar Stauden angebracht, schön eng bepflanzt. Ja, und da mittendrin, da führt so ein Weg durch. Da kannst du auch noch durchlaufen. Und ich muss es wieder sagen, ich ärgere mich, dass ich nicht schon eine halbe Stunde früher hier angetanzt bin. Ne? Weiter geht's.
So, mittlerweile ist es schon so dunkel, dass die ersten Laternen an sind. Ja, und wir kommen immer noch an neuen Beeten vorbei, die mit so Steinen eingefasst sind. Vorne ist das nächste Beet. Richtig klasse. So, ja, und immer wieder alles schön beschrieben, ne? Rosennation, Frankreich, England, USA. Ne, du kannst ja auch die ganzen Rosenbeete, die sind alle begehbar. Kannst ja rein schön auf so einer kleinen Anhöhe kann man hier hinten diese komischen Skulpturen da sehen, da diese orangenen. Schön. Ach, guck mal hier, der Florianturm. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Der ist ja auch beleuchtet ganz oben. So bunt. Weiter geht's. So, das war er also. Ne, der Westfalenpark. Ne, oder kann man auch Rosenpark zu sagen, ne? Also Rosen, 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 überall duftet nach Rosen. Ich glaube, heute Nacht träume ich von Rosen, hoffentlich. Ja, jetzt weiß ich auch, wie das Ganze hier Eintritt kostet. Ne? Die Pflanzen, die müssen alle in Schuss gehalten werden. Finde ich auch gerechtfertigt. Ne? 2 € ist nicht zu teuer, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, bis 23 Uhr hat der Park hier auf. Gut, jetzt gehen wir über die B54 der Ruhrallee und kommen dann nachher zum Dortmunder Stadion, genau. Weiter geht's. Ja. Ja, und jetzt? Achso, guck mal da oben. Ausgang rechts um die Ecke. Vielleicht hätte man vorher auch ein Schild machen sollen, ne? Ach, hier im Dunkeln musst du raus. Auch nicht schlecht. Kilometer 2,5. Herzlich willkommen am Parkplatz F2 um 22.16 Uhr. Ne, hier vorne haben wir die Ruhrallee B54. Ja, gehen jetzt aber hier vorne über diese hübsche Brücke und kommen dann zum, wie heißt das? TuS Eintracht Dortmund. Ne? Genau, das ist ein vorgelagerter Fußballplatz. Vor dem BVB-Stadion. Weiter geht's. Da steht es auch, ne? Signal Iduna Park heißt das Ding. Ne, da hat schon irgendeiner was dahin gekritzelt. Ne? Ich weiß auch nicht, ne? Warum die hier so alles voll schmieren müssen da. Ne? Ich hoffe, die bekommen eine Laktoseintoleranz. Weiter geht's. So, und von hier oben kann man es ein bisschen besser sehen. Ne? Da hinten, da der blaue Platz, ne? Da ist TuS Eintracht Dortmund. Ne? Hier vorne haben wir den Parkplatz E2. Und ja, jetzt gehen wir gleich zur Andeichstraße.
Und dann, ich weiß nicht, ob man es schon sehen kann, danach kommen wir zum Signal Iduna Park. Das ist das Gelbe da hinten. Ja, weiter geht's. So, ich sage herzlich willkommen am Freibad. Ja, hier vorne ist noch ein Fußballplatz hier hinten. Nennt sich TuS Rote Erde. Weiter geht's. So, damit sage ich herzlich willkommen am Signal Iduna Park. Und ja, mal wieder stehe ich vor verschlossenen Toren. Da muss ich jetzt meine Tour richtig ummodeln. Das heißt, wenn ich nicht... Nee, ist zu. Scheiße. Entschuldigung, Mist. Tja, jetzt habe ich nämlich ein Problem. Und zwar, ich wollte eigentlich hier einmal gerade am Stadion vorbeigehen. An der anderen Seite wieder raus, Richtung Westfalenhallen. Tja, aber da sich hier das Ding in der Sackgasse befindet und ich hier vorne auch nicht durchkomme, muss ich mir jetzt einen anderen Weg suchen. Oder? Was steht hier? Betreten der Baustelle verboten. Ja, schön. Ich sehe keine Baustelle. Ach, nee, nee, Leute. Warum immer ich? Warum immer ich? Das ist nämlich jetzt richtig unangenehm, weil ich nämlich jetzt zurücklaufe und dann die Straße begehen werde, die ich nachher als Rückweg vorgesehen hatte. Na gut, wenn es halt so ist, kannst du nichts machen, ne? So, jetzt gehe ich wieder hier im Dunkeln. So, jetzt kann man mich auch wieder sehen. Ja, mein Telefon vibriert schon hier die ganze Zeit. Gut, weiter geht's. Kilometer 4,4. Ich sage herzlich willkommen am Signal Iduna Park. Ne? Borussia Stadion. Ja, ich bin jetzt einmal großzügig um das Stadion rumgelaufen. Mir blieb nichts anderes übrig. Und ja, ich wollte noch sagen, dieser Parkplatz F5, der war 1,7 Kilometer hier vom Stadion entfernt. Ne? Muss schon richtig gut zu Fuß sein. Wenn du hier Fußball gucken willst und zu spät kommst und ganz hinten parkst. Weiter geht's. Genau. Jetzt kommen wir zum Rheinlanddamm und dann kommen wir zu den Westfalenhallen und danach kommen wir in die Innenstadt. Kilometer 5,1. Herzlich willkommen über dem Rheinlanddamm. Ja, wie gerade gesehen, sind wir an der Messe Dortmund vorbeigekommen. Gehen jetzt hier runter Richtung Dortmunder Klinikum und kommen dann so in einer Dreiviertelstunde in die Stadtmitte. Weiter geht's. Außer laut hier, ne? So, und kurze Zeit später haben wir jetzt zu meiner Linken das Hotel Dorint. Ja, und hinter mir ist die Fachhochschule Dortmund. Muss ich mal gucken. Hier vorne ist ja auch noch was. Jetzt muss ich erstmal rüber. Ja, jetzt müssen wir gleich irgendwie zum Steigenberger Hotel kommen. Muss auch hier irgendwo sein. Ach, jetzt habe ich mich wieder um Kopf und Kragen gelaufen hier, ne? Gehe ich an der engsten Stelle entlang hier. Zwischen den geparkten Autos. Muss ich aufpassen, dass ich mit der Kamera nirgendwo vorhau. Weiter geht's.
Ja, herzlich willkommen an der Wittekindstraße und am Finkeplatz hier zu meiner Linken. Ja, wir kommen jetzt gleich zur Hohenstraße und dann geht es zum Klinikum Dortmund. Ja, hier hinten ist schon irgendwie Party, keine Ahnung. Und jetzt muss ich da erstmal den Akku wechseln. Muss ich mal schauen, ob ich mich hinsetzen kann. Weiter geht's. Ja, und damit sage ich herzlich willkommen an der Hohestraße. Hier wird an jeder Ecke wird hier gefeiert. Ja, wir kommen jetzt zum Klinikum Dortmund. Und danach werden wir uns mal die Innenstadt angucken. Weiter geht's bei Kilometer 6,3. So, und das hier ist die unverschämteste Beleuchtung, die ich je gesehen habe. Du siehst hier überhaupt nichts. Obwohl hier alle 25 Meter so eine Laterne ist. Und das nennt sich Dortmunder Innenstadt, ne? Weiter geht's. Dudenstraße. Jetzt müssen wir hier rum in die Luisenstraße. Ja, richtig dunkel. So, Kilometer 7,3, wie gerade gesehen, war das die Paulus-Klinik und wir befinden uns jetzt am Hohen Wall. Ja, überqueren wir gleich da hinten die Lichter, ich weiß nicht, ob man es schon sehen kann, das ist das Schauspielhaus. Und ja, damit kommen wir gleich in die Innenstadt. Weiter geht's. Ja, ich wollte gerade schon sagen, bitte nicht wieder Clan-Kriminalität. Ja, aber war nur der Rettungswagen. Weiter geht's. Ja, und hier Dortmund, wie man sieht, ist genau wie in allen anderen Städten, müssen auch Strom sparen, sehr karg beleuchtet. Also in so Seitengassen, da ist ja schon ein bisschen mehr los, dann so Kneipen. So, und damit verlassen wir jetzt auch gleich die Innenstadt. Weiter geht's. So Leute, wir haben 10 vor 12. Jetzt guckt euch mal an, was hier noch los ist.
dreispurige Straße. So, Kilometer 10,0. Willkommen an der Kleppingstraße. Ja, wenn hinter mir noch so Wind gefeiert wird, kommen wir so langsam zum Ende der Innenstadt. Wir kommen jetzt gleich noch zum Hansaplatz und zum Friedensplatz und irgendwie zum Rathaus, aber irgendwie ist alles so dunkel, wenn ich überhaupt nichts erkenne. Weiter geht's. Ja, das sieht so aus wie, ja, ich sag mal, der Friedensplatz, würde ich mal sagen, weil die Stimmung so friedlich ist. Weiter geht's. So, und ich glaube, das hier ist der Friedensplatz. Da vorne wird der Hansaplatz gewesen sein. Mich nicht alles täuscht, da vorne haben wir die Commerzbank. Vorne haben wir Karstadt. Und ja, hier hinten haben wir Sportcheck. Ja, und damit würde ich sagen, weiter geht's. 23.58 Uhr. So, damit wir jetzt alles wieder in der richtigen Reihenfolge haben, das hier ist der Friedensplatz. Da vorne ist höchstwahrscheinlich das Rathaus. Ja, da wird gefeiert und da wird gefeiert. Also, da kann ich schon sehen. U-Bahn-Station, Friedensplatz. Ah, nee, Parkhaus. Parken am Friedensplatz. Weiter geht's. So, 0 Uhr 7, Kilometer 11,11. Ja, ich sag, wir kommen am Südwall. Ja, wir haben die Innenstadt jetzt verlassen. Gehen jetzt gleich zum, wie heißt das, Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Da kommen wir zum Heiligen Weg. Und dann machen wir eine kleine Pause an der Aral-Tankstelle. Weiter geht's. So, 0 Uhr 17, da ist das besagte Gymnasium, Käthe-Kollwitz. Ja, jetzt kommen wir gleich, wie gesagt, zur Friedensstraße und dann machen wir unser Päuschen. Weiter geht's. So, ich glaube, ich habe gerade Friedensstraße gesagt, aber das ist ja der Heilige Weg. Da vorne kann man schon sehen, die blauen Lichter von der Aral-Tankstelle. Weiter geht's. So, 0.28 Uhr, 12,4 Kilometer gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob das Licht hier ausreicht zum Filmen. Ich habe mich mal hier so oberhalb der Straße, habe ich mich mal hingesetzt, hier so ein Bautmodengeschäft hier. Ne? Habe mir hier so ein Eis hier gekauft, hier an der Tankstelle. Ne? Richtig schön kühl, tut ganz gut. Habe auch schon meine kleine Handgranate hier voll gemacht, dass nicht so warm wird. Ja, jetzt passiert eigentlich gar nicht mehr so viel, wenn wir jetzt fertig sind mit der Pause. Ja, dann kommen wir noch, ja, gleich noch zum Phoenixsee, genau, Phoenixsee. Ja, dann kommen wir noch zur Emscher. Dann sind wir auch schon fertig. Das ist noch so knapp 8 Kilometer. Ja, Dortmund muss ich sagen, brechend voll die Innenstadt. Ja, und wollte ich auch nicht allzu viel filmen, weil da waren so viele Leute und die kamen alle so nah und ich mag das nicht, wenn man so nah bei mir ist, und dann muss ich mal aufpassen auf die Kamera und auf das Telefon, da keiner dran geht, oder der mal aus der Hand schlägt irgendwie. Und habe ich mir so ein bisschen zurückgehalten mit dem Film. Und ja, gut, jetzt ist hier schön ruhig. Na, könnte man sich eigentlich so in der Ecke setzen und ein Stündchen schlafen. Na, könnte man machen. Ist eigentlich meine Zeit. So.
Ja, auch der Südring oder wie heißt der, Westwall, wie die Straße immer heißen mag, die rund um Dortmund führt, brechend voll mit Autos, brechend voll mit Autos. Ne? Und jede Ecke Polizei. Naja gut, ne, man kennt ja den Rest, ne, mit diverse Poser, Autoposer. Und, ja, natürlich auch Leute in der Innenstadt, ne, mit Sonnenbrille abends rumlaufen. Ne, so Disco-Pumper, sagt man ja schön. Ne? Ja gut. So, jetzt wechsle ich da eben schnell den Akku. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wir haben jetzt 12:30. Ich fahre nachher noch nur 15 Minuten nach Hause. Muss ich auch noch berechnen, den Rückweg. Und ja, auch wie immer geht es auch morgen früh wieder los mit dem Pelle, ne, um 6 Uhr. Und ja, am Sonntag wollte ich eigentlich auch noch eine Runde laufen. Ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, den Megamarsch nicht mitzulaufen. Ja, die 55 Kilometer. Ja, ich laufe lieber 5x20 Kilometer in einem Stück hintereinander, so als wie 55 Kilometer in einem Stück. Dann mache ich mir meinen Fuß nur kaputt und werde mich doch jetzt auf den Urlaub vorbereiten, ne, aufs Bergsteigen und dann auch die ein oder andere Bergwanderung machen. Ne? Ja, zum Beispiel mit dem Brocken im Harz. Zum Beispiel. Ja. Gut. Damit würde ich sagen, weiter geht's. Kilometer 13,6, willkommen an der von der Goldstraße. Ja, hier gegenüber befindet sich der Ostfriedhof. Und ja, wir gehen jetzt aber hier vorne, hier die Richtung. Und zwar zum Kleingartenverein Kipsburg und zur Sporthalle Gartenstadt. Weiter geht's. Kilometer 14,5. Ich sag, wir kommen am Westfalendamm. Ja, gehen jetzt kurz hier rüber. Gehen jetzt so ein Stück die Straße entlang und biegen dann ab zum Phoenixsee. Und damit würde ich sagen, weiter geht's. Da ist ja ganz schön was los hier noch. Das ist der Zubringer zur A45. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier so einfach rüberkomme. Ja, passt schon, ne? Ach, jetzt sind die Straßenbahnschienen hier. Ach, leck mich doch an der Pfanne. Ach, Kerl. Na ja, gut, weiter geht's. Kilometer 15,7. Ich sage herzlich willkommen am Kleingartenverein Hans Böckler. Ja, den anderen Kleingartenverein hier Knipsburg, den habe ich natürlich übersehen, weil es da hier so schön hell ist. Und ja, nächste Station ist Phoenixsee. Weiter geht's. Nur 31, genau 16,8 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen an der Emscher. Ja, da muss man hier schon genau hingucken, wie man die sieht. Und hier vorne am Phoenixsee hört man bestimmt schon.
So, ja, ich hoffe, man hat so ein bisschen was gesehen. Ja, vorne ist irgendwie Musik, da ist wohl irgendeine Party oder was, keine Ahnung. Ja gut, dann geht es jetzt weiter zur Fässerstraße und zur Aldaninstraße. Genau. Und dann sind wir auch schon wieder am Auto, am Westfalenpark. So schnell geht das. Weiter geht's. Habe ich gerade schon gesagt, ne? 1.33 Uhr. Ja, dann gehen wir auch mal, ne? Uhr, 17,8 Kilometer gelaufen. Ich sage herzlich willkommen am Bahnhof Hörde. Jetzt gehen wir hier lang, die Aldinghofer Straße. Quasi immer nur geradeaus. Kommen wir zum Westfalendamm. Und, und dann damit auch wieder zum Westfalenpark. Dauert aber noch 2 Kilometer. Weiter geht's. Kilometer 18,2. Ich sage herzlich willkommen wieder an der Emscher. Die ist hier unten, warte mal. So. Ja, ob das hier oben für eine schön beleuchtete Brücke ist, weiß ich nicht. Sieht hier ganz klasse aus. Weiter geht's. Uhr, genau 18,8 Kilometer gelaufen. Ja. Ich komme gerade von der Wilhelm-von-Flotenstraße, die jetzt hier übergeht in die Märkische Straße. Ja, waren ja gerade auch irgendwie bei Netto irgendwie sowas, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Hier oben kann man aber gar nicht sehen. Ne? Ist auch kein Schild hier dran. M249. Wahrscheinlich hat das Märkische Straße 249. Hier sind zwar so Fähnchen. Ja, aber die sind da so eingeklappt, weil ja auch kein Wind geht. Ne? Deswegen bin ich auch wieder so schön am Schwitzen die ganze Zeit. Weiter geht's. So, 2 Uhr und 9 Minuten, Kilometer 19,6. Ich sag, wir kommen wieder am Rheinlanddamm. Ja, kann man hier sehen. Müsste eigentlich hier unten die Straße herführen. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Wie immer blende ich die Daten für euch ein. Und jetzt muss ich nur noch hoffen, dass mein Auto noch da steht, wo ich abgestellt habe. Da ist nämlich so ein Kuschelparkplatz, sage ich mal. Ne? Der ist so ein bisschen fernab von der Straße. Na gut, wir werden sehen. Was jetzt? Komme ich gar nicht hier lang. Warte mal. Ich müsste eigentlich geradeaus. Ja, eigentlich müsste ich geradeaus. Ach so. Gehe ich hier. Hier ist so ein beleuchteter Weg. Hier vorne. Gehen wir den entlang. Hier parallel zur Straße. Ja, hat mich gewundert, hat der Parkplatz da umsonst war. Gratis, kostenlos. Jetzt muss ich mich erstmal, diese scheiß Spinnweben, ne?
Ah, die machen mich noch mal fertig. So, jetzt muss ich mal schauen auf meine Karte. Ja, wir müssen geradeaus. Oh, was hier vorne ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin jetzt auch zu faul nachzugucken. Ah, hier wird die Beleuchtung schon weniger da vorne. Schon die erste Laterne kaputt hier. Ah, da geht's lang. Gut. Boah, mir ist immer noch warm. Ne? Also ich bin klatschnass geschwitzt. Hab jetzt auch versucht, so ein 6 km/h Durchschnitt zu laufen. Jetzt hier auf dem Rückweg. Na, jetzt bin ich insgesamt dann doch über 4 Stunden gelaufen. Ja, weil dann bleibst du hier stehen, bleibst du da stehen, für irgendwas zu filmen. Also jetzt zum Beispiel. Warte, ich mach mal Licht an hier, damit man mich auch mal sieht. So, da muss ich mein Gegenlicht hier anmachen. Da sehe ich nämlich überhaupt nichts mehr. So. Ja, links ist schon hier der Westfalenpark hier. Jetzt muss ich gleich mal gucken. Nicht, dass ich zu weit laufe. Mein Auto, ah, die Kamera, ne? Kamera, Taschenlampe, Handy. Ach, guck mal, da ist doch der, wie heißt der? Fridolin-Turm, Ferdinand-Turm. Na, hier der komische Sendeturm. Und ist auch noch so ein kleiner See hier. Ach, das ist der Kaiserhain-Teich. Ne, wo wir vorhin dran gestanden haben. Da hinten, ich weiß nicht, ob man das sieht, da hinten. Das Licht da hinten. Da ist das Tor, wo ich zu Anfangs rein wollte. Und mich gewundert habe, warum das verschlossen ist. Ja, die Frösche sind immer noch am Quaken. Warte mal. Ja, genau. So. Jetzt hinter dem Gebüsch da hinten. Da vorne steht mein Auto. Ach, guck mal. Noch die Gänse hier. Und wie gesagt, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns garantiert wieder im nächsten Video. Kamera aus. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Anything. All it takes is some time.